Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Sid Meier's Civilization 6. Ja, Leute, ich gehöre zu den Glücklichen und habe eine Preview-Version bekommen. Und können uns also jetzt schon vor Release gemeinsam angucken, wie Civ 6 denn so ist. Ich bin ein riesengroßer Civ-Fan und freue mich da jetzt riesig drauf. Soll ja vielleicht das bisher komplexeste Civ sein. Ne? Hat also wirklich alles auch vom Vorgänger von Civ 5. Und mit diesen ganzen Neuerungen, mit den Distrikten und Bezirken und so, also das ist ja beides das Gleiche, soll das alles nochmal sehr viel komplexer geworden sein, worauf ich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Und das werden wir uns jetzt einfach mal gemeinsam angucken. So, okay. Leg mal los. Ich freue mich. Ich kann schon mal vorab sagen, es gibt nicht alle Optionen. Ne? Es ist wie gesagt eine Preview-Version, bedeutet, Schwierigkeitsgrad kann man auf Prinz spielen. Ich weiß auch nicht, ob es schon alle Völker gibt. Ne? Also die Auswahl ist jetzt noch nicht so groß, wie man es eigentlich kennt. Übrigens, ich habe es überlegt, ob wir Deutschland nehmen. Habe mich jetzt aber für Norwegen entschieden, weil ich habe irgendwie Bock auf Wikinger. Ne? Hier haben wir dann Berserker, wir haben Wikinger-Langschiff. Lass mal Norwegen nehmen, Wikinger. Habe ich irgendwie Bock drauf. Und Spieltempo machen wir Standard, Kartentyp machen wir Kontinente und Kartengröße machen wir Standard. Durchschnittlich große Karte für 8 Spieler. Also. Und ich sage nochmal ganz schnell vorab, Leute, das wird ein sehr, 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 sehr chilliges Let's Play. Ne? Also es wird sehr, sehr ruhig, weil es ist halt Civ 6 so, es ist ein sehr entspanntes Spiel. Und ich werde mir auch wirklich Zeit lassen und alles in Ruhe angucken, was so neu ist und ein bisschen viel durchlesen und so, denke ich. Ne? Also es wird sehr, sehr entspannt. Ich sag's noch vorab schon mal. So. Gut. Ach ja, weiter Setup geht auch noch nicht, weil es Preview ist. Okay, ich wünsche euch viel Spaß. Legen wir los. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Alle Menschen fürchten den Anblick eurer Schiffe, König Harald von Norwegen, Donner des Nordens. Eure Langboote trotzen den Wellen und sind jederzeit bereit, ihre Armeen von Berserkern auf nichtsahnende Küstengebiete loszulassen. Möge Odin euer Königreich segnen. Mögen die Skalden die Siege eurer mächtigen Krieger besingen. Na, ja, ich freue mich, Leute, ich freue mich. Ich bin, glaube ich, gerade sehr, sehr glücklich mit meiner Entscheidung, dass wir Norwegen genommen haben. So als Wikinger und so. Ist das irgendwie cool. So. Und damit herzlich willkommen bei Civilization 6. So. Ich werde es jetzt übrigens so, ich gehe mal davon aus, es wird auch ein paar Zuschauer geben, die Civ noch nicht so gut kennen. Genauso wird es vielleicht ein paar geben, die einfach nur wissen wollen, was hat sich jetzt so getan im Vergleich zum Vorgänger und so. Ich werde das alles so Step by Step ein bisschen erklären und das so ein bisschen mischen. Ne? So. Ich muss ja selber jetzt erstmal alles kennenlernen und so weiter. Also ich weiß noch natürlich das meiste aus den Vorgängern, aber gerade was jetzt neu ist und so, da müssen wir jetzt einfach mal gemeinsam gucken. Okay. So, wir haben unseren Siedler, wir haben unseren Krieger. Bevor ich jetzt irgendwie eine Stadt gründe, können wir es mit dem Krieger bewegen und schon mal anfangen zu erkunden. Was haben wir denn hier? Jade. Okay, das ist schon mal ganz nett. Tu mal hier hin. Und an sich ist es ja immer bei... Haben wir hier Küste? Das könnte sogar Küste sein. Ne? Weil Wikinger, eigentlich wäre es ja cool, wenn wir gleich eine Küstenstadt hätten. Aber ich werde jetzt einfach die Stadt hier gründen. Das sieht relativ gut aus. Wenn wir hier gründen, kann ich immer 3 Felder weiterrechnen. 1, 2, 3. Dann haben wir dann Elfenbein. Ich wollte dann sagen Elefantenbein. Weizen haben wir 3-mal. Wir haben einmal Tee. 1, 2, 3. Wir haben Jade. 1, 2, 3. Wir haben 2-mal Jade. So, das sieht doch ganz gut aus. Und wir sind direkt am Fluss, was immer gut ist. Gerade dann, um Handel zu betreiben und so. Und Süßwasser. So, ab geht's. Hier haben wir sogar nochmal Jade. Okay, Leute. Wir haben unsere erste Hauptstadt, beziehungsweise wir haben die Hauptstadt gegründet. Übrigens auch ganz interessant, Kontinent Amerika sind wir gerade. Anziehungskraft bezaubernd. Ich glaube, die Angabe ist auch neu. Wie bezaubernd denn ein Gebiet ist, ich weiß es nicht. So, alles klar, Produktion wählen müssen wir jetzt noch. Da machen wir auf jeden Fall als erstes einen Speer. Denn erkunden lohnt sich jetzt noch mehr als im Vorgänger. Werdet ihr gleich sehen, warum. Forschung wählen, machen wir als nächstes. Und dann kann ich auch gleich mal zeigen, da hat sich nämlich auch ein bisschen was getan. Erstmal einen kleinen Überblick hier. Das ist bestimmt auch nicht uninteressant, was es jetzt alles so gibt. Da dachte ich nämlich, ich habe vorhin schon mal 20 Minuten reingeschaut, deswegen dachte ich mir erst, das ist aber nicht viel, das ist irgendwie weniger geworden. Es gibt jetzt aber 2 Bäume. Es gibt nicht nur den Forschungsbaum, also den wir eben hatten, der durch Forschung beeinflusst wird, sondern auch den Ausrichtungsbaum, welcher durch Kultur beeinflusst wird. Ne? Und das ist dann der hier sozusagen. So, und mit beiden Bäumen ist das dann doch schon wieder einiges. So. Gut, und was genauso neu ist, kann ich auch nochmal zeigen. Man sieht hier überall bei den ganzen Forschungsdingern für Bonus, für Bonus, für Bonus. Das heißt, man kann
gewisse Quests sozusagen lösen oder muss was Spezielles machen und kann damit dann die Forschung beschleunigen. Wie hier zum Beispiel Astrologie. Für Bonus findet ein Naturwunder. Wenn wir eins gefunden haben, geht die Forschung doppelt so schnell. Ne? Und so weiter und so weiter und so weiter. So. Gut, das müssen wir ganz kurz gucken, was sich lohnen würde, als erstes zu erforschen. Ich glaube, dadurch, dass wir so viel Jade in der Nähe haben. Gut, das ist relativ weit weg. Was haben wir hier noch? Hier haben wir Tee, da brauchen wir Bewässerung. Hier brauchen wir Tierzucht. Ich würde wahrscheinlich trotzdem auf Bergbau gehen als erstes. Dann können wir erstmal das Jade abbauen. Machen wir das so. Bergbau. So, okay. Und hier bei Ausrichtungsbaum, zeige ich auch nochmal schnell. Müssen wir jetzt nichts auswählen, weil als erstes machen wir Gesetzgebung. Das ist automatisch, ne, weil es gibt nur das eine. Später haben wir dann die Auswahl zwischen den ganzen Sachen. So, okay, das war dazu erstmal alles gewesen. Nichts ohne. Man muss ja überlegen, wir haben ja noch nicht mal das Rad erfunden. Also wir sind jetzt wirklich ganz am Anfang. So, okay, dann weiter erkunden und erstmal jetzt ein bisschen vorankommen hier. Unsere Erkunder haben noch ein freundlich gesinntes Stammesdorf entdeckt. Ich schlage vor, dass wir einen Speer aussenden, der es untersuchen soll. So, okay, na, das ist einfach wie die Ruinen. Das kennt man auch aus den Vorgängern. Das heißt, wir kriegen dann einen Bonus hier drauf. So, nächste Runde. Okay. Es scheint, als hätten wir endlich die Barbarenräuber, die dieses Gebiet heimsuchen, zu ihrem Ursprung zurückverfolgt. Wir müssen diesen Sammelpunkt zerstören oder weitere Angriffe riskieren. Jo, so gut. Übrigens, die Beraterin, ich werde sie erstmal anlassen, weiß ich nicht. Wird jetzt nicht sehr viel Neues erzählen, aber Schaden tut es jetzt auch nicht. Wie gesagt, es wird sehr, sehr entspanntes Let's Play. So, nächste Runde. Aber ich muss sagen, unser Startpunkt ist erstmal gar nicht so schlecht. Finde ich okay, kann ich mitleben. So. Inspiration. Die Dorfbewohner teilen die Geheimnisse ihrer gut organisierten Gemeinschaft. Eure Entwicklung der Ausrichtung Staatsdienertum hat erhebliche Fortschritte gemacht. Können wir mal gucken. Staatsdienertum, das ist hier. Na gut, da haben wir jetzt schon die Hälfte quasi davon erforscht, wenn man es so nimmt. Ne? Das ist nice. So, nächste Runde. So, das Barbarendorf, darum würde ich mich dann später kümmern. Ich würde jetzt gerne erstmal weiter erkunden. Wie gesagt, am Anfang ist das super, super wichtig. Gerade auch eben, weil man dann viel Forschung freischaltet und so. Bei der Annäherung an feindliche Einheiten ist Vorsicht geboten. Dabei gerät die Einheit oft in die Kontrollzone des Feindes, was ihre Fortbewegung einschränkt. Jo. So, nächste Runde. Aufklärungseinheiten wie Speer sind in der Hinsicht einzigartig, dass sie Erfahrung sammeln können, indem sie erkunden und Teile der Welt entdecken. Genau, das ist nämlich jetzt zum Beispiel auch neu. Ne? Also unsere Kundschaft ist gerade fertig geworden, hier, Speer. Dass sie jetzt auch Erfahrungspunkte bekommen, wenn man einfach nur entdeckt. Ne? Und nicht nur, wenn man kämpft und so weiter. So. Gut, dann würde ich mit euch erstmal nach Süden gehen. Vielleicht so ein bisschen dem Fluss folgen. So. Hier lang oder hier lang? Hier lang. Vor dem Barbaren muss ich jetzt nicht so viel Angst haben. Das passt schon. So gut. Was wollen wir als nächstes machen? Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar noch einen Speer bauen wollen, weil wie gesagt, der Kunden lohnt sich immens. Gerade am Anfang. Das mache ich sonst nicht. Also das habe ich auch 10.5 nie gemacht, aber hier ist der Kunden so unfassbar wichtig. Wir könnten auch noch einen Krieger bauen. Das wäre natürlich auch eine Variante. Mit dem können wir dann gleichzeitig auch erkunden. Ja, okay. Das finde ich vielleicht gar nicht so schlecht. Machen wir noch einen Krieger. So. Normalerweise bin ich dann, würde ich jetzt mal eigentlich auf Bautrupp direkt gehen, aber lass es mal ein bisschen anders machen. Ist ja irgendwie auch ein neues Spiel, ne? So, okay, nächste Runde. Ah, hier ist wieder ein Dorf, deswegen, nice. So, 40 Gold haben wir bekommen von dem Stammesdorf. Oh, ja, das ist nur ein Kundschafter, da muss man nicht ganz so viel Angst haben. So, ja. Mehrere dicht beieinander gelegene Granitspitzen, ja, die Tigerzähnen gleichen, strecken sich auf dramatische Weise etwa 1 Kilometer in den Himmel. So, wir haben unser erstes Naturwunder entdeckt, Torres del Paine. Ich hoffe, das spricht man so aus.
Unpassierbares Naturwunder über zwei Geländefelder verdoppelt die Geländeerträge aller angrenzenden Geländefelder. Das ist cool. Durch Erkundung haben wir ein Naturwunder entdeckt. Es besteht kein Zweifel, dass es demjenigen, der das umliegende Land besiedelt, große Vorteile bieten könnte. Ja. So. Und stimmt, Astrologie. Da muss man Naturwunder entdecken und dann kriegt man den Bonus. Haben wir geschafft. Nice. So, das kann ich mal eben zeigen. Kartenoptionen, Ertragssymbole. Okay. Ja doch, das haut hin. Das Problem ist nur, hier ist leider Tundra. Das ist meistens nicht so toll. Alle Gebiete, die jetzt hier in der Nähe sind, geben doppelte Nahrung, sozusagen. Ne, sieht man auch hier, das Feld ist ja an sich genau das gleiche wie das hier. Ne, aber dadurch, dass das Naturwunder in der Nähe ist, gibt das doppelt so viel. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie unsere erste Stadt bauen wollen. Hier irgendwie auf dem Berg oder so. Das wäre vielleicht eine Idee. Also ich würde mir das mal noch näher angucken, hier in diesem Bereich. Und hier geht dann wieder Ozean los, oder was? Muss mal gucken, es sieht ja so aus, ne? So wie es eingezeichnet ist. Mit dem Kraken. So, okay. Ich mache erstmal Ertragssymbole wieder aus. So, mit euch können wir ja erstmal hier weitergehen. Geht nicht, kannst du nicht lang. Okay. Gehen wir das nächste Mal lang. So, nächste Runde. Diese Militäreinheit hat sich bewährt. Mit der Erfahrung, die sie im Kampf gewonnen hat, kann sie eine Beförderung erhalten. Wie werdet ihr diese tapferen Seelen belohnen? Wenn du dich in einem Loch wiederfindest, hör auf zu graben. Sehr gut. Ja, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Das ist wie beim Bund, ne? Kletterbewegung bei Baumkrone einstellen oder wie war das gewesen? Ich weiß es nicht. So, hatten wir nicht ein Level abgehabt? Ah, mit dem Speer haben wir ein Level abgehabt, glaube ich, ne? Moment. Ja, hier. Beförderung verfügbar. So gut, Ranger, schnelle Fortbewegung im Wald und Dschungel, schnelle Fortbewegung auf Hügel und Gelände. Ich nehme jetzt einfach Berge. So, okay. Kann die aber jetzt nicht so runterbewegen, alles klar. So, gut, was wollen wir als nächstes erforschen, ist jetzt die Frage. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht in der Küste irgendwie was gleich gestartet haben. Das hätte irgendwie Sinn gemacht als Wikinger. Also Segel macht jetzt erstmal noch keinen Sinn. Keramik klingt gut. Ermöglicht das Ernten von Weizen und Reis. So. Und wir kriegen Kornspeicher. Aber Weizen haben wir halt sehr, sehr viel bei uns in der Nähe, deswegen macht das Sinn. So. Übrigens kann ich auch nochmal kurz zeigen, hier 5 Runden, ne? Dann haben wir unsere nächsten Krieger fertiggestellt und 5 Runden auch, bis die Stadt wächst auf Stufe 2. Das sage ich auch nochmal ganz schnell. Wie gesagt, es kann ja sein, dass auch ein paar Neulinge zugucken, Bürger verwalten. Desto mehr, oder desto höher die Stufe ist, die Bürgerstufe, desto mehr Felder kann man sozusagen bewirtschaften. Ne? Momentan ist es auf Stufe 1, deswegen können wir noch ein Feld bewirtschaften, nämlich das hier gerade. Gut. Okay. Ich überlege jetzt nur gerade, wollen wir weiter nach Süden gehen und erstmal gucken, ob hier ein Ozean ist? Das würde mich ja trotzdem mal interessieren. Wir laufen einfach so ein bisschen um den Berg herum hier. Also okay. Kommen wir hier lang. Wir können den sogar angreifen, dann wird man ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen zusätzlich. Aber nö, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Passt schon. Hey. Okay. Ich dachte, ich könnte noch hier hinlaufen. Geht nicht. So, bis hier hin. Halt. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, es wird ein sehr ruhiges Let's Play. Es wird sehr entspannt. So, erstmal hier hin. Hier ist nämlich gar kein Ozean, ne? Das ist einfach nur, ne, man weiß es ja nicht, was hier ist und so. So gut, aber wie gesagt, wir wollen ja gucken, was um den Berg rum ist. Deswegen laufe ich erstmal hier hin. Und über Berge kommen wir einfach laufen, das ist ja kein Problem. Das haben wir ja geskillt. Hier ist Ozean, guck mal, hier. Also müssen wir mal schauen, also könnte sich höchstens lohnen, hier irgendwie eine Stadt zu bauen. Wobei, das Jade kriegen wir mit der noch rein. Es hängt jetzt ein bisschen davon ab, auch was hier ist. Also so richtig überzeugt bin ich von dem Gebiet noch gerade noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Da müssen wir mal gucken. Das kann sich jetzt auch, ich meine, Tundra kann sich jetzt weitaus mehr lohnen wegen den ganzen Distrikten, weil die ja je nach Gebiet andere Boni bekommen und so, ne? Da muss man dann mal gucken. Okay, geh erstmal hier hin. Okay, ist wieder ein Fluss. Könnte hier das erste Volk sein. Oder der erste Stadtstaat.
Okay, es wird uns noch nicht angesagt. Ikagaru. Ware wa Nihonkoku no Bushido no Shinkousha. Hōjō Tokimune. So. Ich grüße dich. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Schön, euch kennenzulernen, aber ich fürchte, wir sind zu beschäftigt, um zu verweilen. Ja, wir können ja mal ganz kurz. Wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Ihr mögt doch Quallensalat, oder? Okay. Na gut, dann sind wir mal nett zu denen. So, gut. Und wir haben unser erstes Volk jetzt getroffen. Bedeutet, wir kriegen wieder einen Bonus auf Schrift diesmal. Okay, cool. Und Außenhandel. Nice. Warte mal ganz kurz. Jo. Ah! Nee, Außenhandel haben wir einen Bonus bekommen, weil wir einen zweiten Kontinent entdeckt haben. Das heißt, das ist nicht mehr Amerika. Das ist noch Amerika. Warte mal. Hier! Kontinent Kazakhstania. Irgendwie so. Okay, cool. So, gut. Dann gucken wir mit euch erstmal weiter. Gehen wir nicht durch den Wald. Gehen wir hier lang erstmal. Wir haben einen Stadtstaat entdeckt. Okay. Diplomatische Beziehungen mit ihm zu etablieren, ist sicherlich von Vorteil für unser Reich. Vielleicht sollten wir einen Gesandten schicken. Es gibt verschiedene Arten von Stadtstaaten. Und jeder kann als Dank für unsere Freundschaft andere Vorteile bieten. Unsere Regierung wird es uns mit der Zeit ermöglichen, Gesandte zu erlangen, um diese Beziehungen auszubauen. Okay. So, wir haben Lissabon entdeckt. Das mit den Stadtstaaten, ne? Unser benachbarter Stadtstaat hat uns um etwas gebeten. Jo, also wir kriegen sozusagen eine Quest auf von dem Stadtstaat. Also Stadtstaaten gibt es immer noch, ne? Genauso wie C5. Aber die haben das System ein bisschen umgeändert jetzt. Es gibt nämlich jetzt dieses Gesandtensystem. Also wir haben jetzt dadurch, dass wir die als erstes entdeckt haben, haben wir da jetzt automatisch einen Gesandten dort quasi schon hingeschickt und kriegen deswegen den Bonus plus 4 Gold in der Hauptstadt. Ich glaube, das wird jetzt noch nicht mit reingerechnet, das wird dann erst nächste Runde. Müsste dann hier eine plus 9,2 oder so stehen, irgend sowas in der Richtung. Und über die Zeit müssten wir dann mehr Gesandte bekommen, die wir dann je, wo wir hinwollen, also in die Stadtstaaten schicken können, sozusagen, um weitere Boni freizuschalten. Ne? So, wir können mal gucken, was für eine Quest wir von dem bekommen. Ein Handelsweg zu dem Stadtstaat einrichten. Okay, das können wir mal im Hinterkopf behalten. Und wird momentan nur durch uns beeinflusst, ne? Weil die Japaner und so, die kennen die noch nicht. Die waren noch nicht hier. Alles klar, dann nächste Runde. Unsere Stadt floriert weiterhin. Unser Volk gedeiht und unsere Bevölkerung wächst. So. Okay, so, ne? Haben wir jetzt auf Stufe 2 Bevölkerung. Ergo, wir können jetzt zwei Felder bewirtschaften. Kannst du mal ganz kurz zeigen? Sonst werden die zwei hier bewirtschaftet. So, gut. Alles klar. So, der Krieger ist jetzt auch fertig. Ich überlege mal, will ich auf den Speer gehen? Eigentlich nicht. Wir erkunden mit dem jetzt einfach so ein bisschen den Nordosten, würde ich vorschlagen. Und als nächstes würde ich, glaube ich, jetzt erstmal einen Bautrupp bauen. Beziehungsweise heißt jetzt hier Handwerker. Ja. Und das hat sich auch ein bisschen verändert. Übrigens nicht wundern, dass ich das alles schon weiß. Ich weiß das nur, weil ich vorhin schon eine halbe Stunde mal gespielt hatte, um kurz reinzugucken. Der Bautrupp. Mit denen kannst du jetzt noch 3 Modernisierungen machen und im Anschluss löst sich die Einheit automatisch wieder auf. Ja, das ist auch neu. Das haben die auch verändert. Davor konntest du mit denen das oft modernisieren, wie du wolltest. So, gut, dann geh erstmal hier hin, bitte. Also so richtig bin ich noch nicht überzeugt von diesem Gebiet hier. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir hier wirklich was bauen wollen. Bin ich erstmal unentschlossen. So gut, mit euch gehen wir einfach hier hin. So, wir haben euch eine Delegation mit Geschenken geschickt, darunter einige unserer größten Yosegi Tsukuri Kunstwerke. Oh, das ist aber nett. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Unser Volk wartet auf euren Erlass. Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen.
So, okay Leute, wir haben die erste Politik freigeschaltet. Momentan sind wir noch ein Stammesfürstentum. Ja, man darf nicht vergessen, wir haben noch nicht mal das Rad erfunden. Das ist auf jeden Fall schon mal was wert. Und läuft jetzt hier so ab, dass wir jetzt einmal einen militärischen Politik-Slot haben und einen wirtschaftlichen Politik-Slot. Über die Zeit werden das dann mehr Slots, ne? Und wir können jetzt hier einfach die Karten reinziehen, was wir für Boni haben wollen. Ich überlege jetzt gerade, dabei Erfahrung für Aufklärungseinheiten. Plus 5 Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren. Das sieht gut aus. Das können wir jetzt am Anfang gut gebrauchen. Und dann Stadtplanung oder Gottkönig. Ich glaube, Produktion werden wir ziemlich schnell genug haben. Das plus 1 bringt uns nicht ganz so viel. Glauben kann ich gerade besser gebrauchen. Weil das ist hier genauso, glaube ich, wie Ziff 5. Bestätigen erstmal. Religion. Arbeitet auf einen Pantheon hin, sammelt 25 Glauben, um ein Pantheon zu gründen. Und das ist sozusagen die Vorstufe von Religion. Da kriegt man schon ein paar Boni und so. Ergo, wir machen jetzt plus 1 Glauben, noch 25 Runden, wenn das so bleibt, ne? Und dann können wir das erste Pantheon, oder unser Pantheon dann gründen, sozusagen. So. Okay. Alles klar. So, Ausrüstung muss man auswählen. Außenhandel. Haben wir sogar schon den Bonus. Und dieser eine Stadtstaat wollte ja, dass wir mit dem Handel treiben. Von daher würde es eigentlich Sinn machen, erstmal auf Außenhandel zu gehen. Seefahrtindustrie, Karawanen. Ja, machen wir. Handwerkskunst brauchen wir. 3 Geländefelder, die wir modernisieren, dann kriegen wir da auch den Bonus. Ja. Also es macht wirklich schon extrem Sinn, auf die Boni zu achten. Es geht dann einfach mal doppelt so schnell. Aber ich finde das ganz cool, das System, das gefällt mir. So, gut. Dann, wie lassen wir hier hin? Die gehören zu Lissabon, kein Problem. Und hier weiter. So. Das ist schon wieder ein Stadtstaat, oder? Haben wir jetzt schon Einfluss? Yo! Nice. Okay, cool. Wir sind auch wieder die Ersten. Was kriegt man als Bonus? Plus 2 Kultur in der Hauptstadt. Übrigens hier, ne? Jetzt sind wir schon bei Gold plus 10,5. Was mich noch ein bisschen stört, kann auch daran liegen, dass es eine Preview-Version ist, dass nicht detailliert angezeigt wird, dass wir jetzt auch plus 2 Gold durch den Stadtstaat machen. Das stört mich ein bisschen irgendwie. So, hier müssen wir jetzt dann bald plus 3,7 machen, Kultur. Das macht einen übelsten Unterschied aus, jetzt gerade am Anfang. So, Quest. Bau dein Lager. Okay, das klingt nicht so schwer. Alles klar. So, ja, geht das mal hier so hier irgendwie. So, hier wird überall Küste sein, ne? Wir können dann trotzdem da mal gucken, aber... Ebenso wie unsere Bürger an eure Führungsstärke glauben, beginnen sie an eine höhere Macht zu glauben. Ich denke, es ist klug, diese neue Denkweise zu entwickeln. Vielleicht ergeben sich daraus Vorteile. So, ja gut, ihr habt einfach nur mal das angesprochen, was ich vorhin erklärt habe mit dem Pantheon, ne? Weil wir jetzt Glauben machen pro Runde. So, okay. Ich meine, hier wird definitiv Ozean überall sein, ich gucke trotzdem mal nach. Naja, es lohnt sich, ne? Kann man doch zu gucken. Mal wieder einen kleinen Stamm gefunden, der uns einen Bonus gibt. So, okay. Gehen wir hier weiter. Die Krieger habe ich schon losgeschickt. Noch 6 Runden. Oh, jetzt mache ich noch einen Krieger. Scheiße. Nee, ich mache einen Handwerker. Oh, ich habe schon einen Schreck bekommen. Ich dachte schon, dass er automatisch jetzt noch einen Krieger baut. Das wäre total doof gewesen. Man kann sich schon über den Kein Mann streiten. Benetzte jemals Ton und ließ ihn dann liegen, als ob Ziegel durch Zufall oder Schicksal entstehen würden. So, okay. Das heißt, wir können jetzt auch Felder bewirtschaften. Und wir können Kornspeicher bauen. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Das ist auch neu. Man hat jetzt immer einen Cap für Wohnraum. Also eine maximale Begrenzung, wie hoch die Bevölkerung gehen kann. Momentan 2 von 6. Man kann aber durch diverse Gebäude und so das natürlich weiter erhöhen, das Maximum. So, und was mich ein bisschen stört, ist dieser Speer. Der kann jetzt natürlich unsere Stadt nicht gefährlich werden, aber unseren Bautrupp, wenn er fertig ist. Und deswegen würde ich die Kriegereinheit hier sogar mal wieder ein bisschen zurückschicken. Ich glaube, das gefällt mir besser. So, Forschung wählen das mal auch noch. Man kann sich überlegen. Also Bewässerung müssen wir eigentlich auch bald haben. Also den Bonus, weil wir bald eine Ressource abbauen. Dadurch, dass wir dann gleich Weizen abbauen. Das ist ja Ressource. Ich mache aber erstmal Schrift. Da haben wir schon den Bonus. Wir haben schon eine Zivilisation getroffen. Und Schrift kann man Campus bauen. Das wäre dann der erste Bezirk. Ne?
Das ist dann das, wo die Städte immer breiter werden und so, wo man dann Distrikte quasi erstellt, was auch neu ist. Und Bibliothek, was auch nochmal gut ist. Und gerade am Anfang Forschung ist eigentlich immer extrem sinnvoll. Damit die Technologien schneller erforscht werden. So, okay, du gehst mal weiter. Habe ich die Rest, habe ich schon geschickt oder was? Okay, dann nichts los. Was ist das denn? Eure Zivilisation hat ein großes Werk produziert. Turnier-Grabtuch. Erschaffen von Märtyrer Apostel, Reliquie 3320 vor Christi. Okay. Cool. 4 Glauben bringt das und 8 Tourismus. Nice. Da machen wir jetzt 5 Glauben pro Runde deswegen. Das ist ja mega fett. Okay. Ja, wie gesagt, ich hatte vorhin nur eine halbe Stunde gespielt. Sowas hatte ich dann noch nicht. Also ab jetzt ist wirklich alles dann neu. Zumindest weiß ich jetzt nicht, ob ich das aus den Vorgängern kenne. Aber wisst ihr was? Wir haben das bestimmt von dem Stamm bekommen. Dieses große Werk. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Die haben uns das Geschenk bestimmt. Das ist ja ein übelst krasser Bonus. So gut. Jo, dann bewirk dich erstmal hier hin irgendwie. Okay, dann ist hier auch nichts weiter. Wir hätten mit dem natürlich erstmal weiter im Süden gucken können. Ne? Das wäre auch eine Variante. Aber wie gesagt, den Krieger lassen wir jetzt hier bei unserer Stadt, damit wir uns vor den Barbaren schützen können, dem Bautrupp. Deswegen würde ich mit dem jetzt hier erkunden wollen. So, erstmal hier hinter. Nächste Runde.